tolles Gift also. So, 1, 2 und 3. Gewonnen. Und was hast du jetzt gemacht? Du hast dich da hinterm Felsen versteckt. Es gibt noch mehr Pflanzen dort drüben. Folge mir. Wo habt ihr dieses Schießpulver gefunden? Wir sind einen Tausch mit einem Zwerg eingegangen. Wir nahmen sein Pulver und ließen ihm unsere Fußspuren. Ein gutes Geschäft, wenn du mich fragst. Du beweist dich als ein starker Anführer. Für einen Deserteur. Das liegt daran, dass ich all die harte Arbeit Männern wie dir überlasse. Warte mal, ah ne, rot und blau war das. Vergesst die Farben immer, die ich brauche. Wenn ich befördert werde, will ich einen Trupp aus Jägern leiten. Der Sklavenmeister ist durchgedreht, weil ich den Kanako einen Sklaven gegeben habe. Azuradan. Diese Pflanze ist zumeist unter dem Namen Azuradan oder Blauer Dunst bekannt und wuchert wild in ganz Mittelerde. Die Hartnäckigkeit und ihr Widerstand gegen jedwede Versuche, sie vom Ackerland zu vertreiben, hat Azuradan zudem Spitznamen Bauernkummer eingebracht. Auch wenn sie als Unkraut eine wahre Plage ist, ist ihr medizinischer Nutzen dennoch beachtlich. Ihre betörend süßen azurblauen Wurzeln kommen in Heiltränken zum Einsatz, um die Schmerzen von Nierenstein zu lindern. In gemahlener Form dienen sie zur Linderung von Kopfschmerzen und die Heiler preisen ihren therapeutischen Wert für den Ausgleich und die Wiederherstellung von Körpersäfte. Von Körpersäfte. Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Gib du mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Diese Orks müssen lernen zu führen. In Mordor sind selbst die schönsten Blumen tödlich. Es gibt hier weit schlimmere Dinge als Blumen. Verfluchte Menschen! Sind so dumm, einen Grafen auszuheben oder gar davonzulaufen? Davonlaufen? Sie haben es aber auch noch nicht geschafft. Wie sollen Sie es hier schaffen? Gehabt. Eins. Danke für nix. Irgon. Du bist echt keine Hilfe, Kollege. Ich hielt es nicht für möglich, dass Sauron je zurückkehren würde. Dunkelheit fällt über Mordor. Bald wird es unmöglich sein, ihr nicht anheimzufallen. Als wir merkten, dass wir die Orks nicht bekämpfen konnten, begannen wir uns als Sklaven zu verkleiden. Wir schlichen uns in Lager, um die anderen zu befreien. Eine kühne Strategie. Keinesfalls. Oftmals endeten wir bloß selbst als Sklaven. Zumindest waren wir schon entsprechend gekleidet. Ja, also wart ihr nicht die besten Leute, wa? Als die Ausgestoßenen mich einst retteten, sagten sie mir, du führtest die Jagd um meinen Kopf an. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Wenn du gefangen genommen worden wärst, hätten unsere Waldläufer dich getötet. Dieses Schicksal wollte ich dir ersparen. Also sind wir langsam mal am Ziel, oder? Hier oben. Wir haben nun bald genug Gift für unsere Zwecke. Ich bin bereits auf dessen Wirkung gespannt. Da sind überhaupt keine Gegner. Da hinten ganz. Okay, auf zu den Urukhöhlen.
Das sollte reichen. Jetzt musst du es ihnen nur noch in den Grog mischen. Werden die Orks das Gift nicht riechen? Nein. Aber wenn sie dich sehen, werden sie sicher nicht davon trinken. Also werden sie mich nicht sehen. Die Uruks sind am vorderen Tor stationiert. Halte dich zum Wohle meiner Männer in den Schatten verborgen. Ich hole meine Männer und warte. Sobald das Lager sicher ist, werden wir das Schießpulver an uns nehmen. Denk daran, Talion. Lass dich nicht erwischen. Die Uruks haben Sklaven schon für weitaus weniger getötet. Ah ja. Fähigkeit freigeschaltet. Grog vergiften. Drücke RB, um Gift in Grog-Fässer zu mischen. Nachdem Uruks davon trinken, werden alle Überlebenden misstrauisch und beginnen sich gegenseitig zu bekämpfen. Wen haben wir denn hier alles? Tarz der Berg. Ich glaube, ich sollte mich mit dem Hauptmann anlegen. Das kann jetzt seinen Platz einnehmen, wenn ich ihn besiege. Mit Narren wie dir wird er locker fertig. Wer an den Urkhöhlen auf Patrouille geht, sollte ab und an nach oben blicken. Ja, hab gehört, die Geister schwingen sich hoch hinaus, um ihre Feinde von oben anzufallen. Gib mir mal Infos über den Kollegen. Mutsu Fleischpuler. Welch schöner Name. Diese Orks müssen lernen zu führen. In den oberen Rängen ist das pure Chaos ausgebrochen. Wo kommt der denn her? Hä? Gib deinen Verstand auf! Den habe ich doch eben gerade erst getötet. Zumindest einen, der da stand. Marco der Fanatische. Ich hoffe aber nicht zu knapp.
shit. Oh, leck mich. Wer zum Kuckuck hat mich denn gesehen? Sag mal, riechst du das auch? Ich rieche nur Menschen. Aber ich habe auch eine Weile nichts gegessen. Dieses Zeug so gut brennt. Och Mann. Echt jetzt? So. Kein Wunder, dass dieses Zeug so gut brennt. Wir saufen jetzt direkt, oder was? Jo. Geh weg, Kollege. Warum hast du diese Totenbleiche heute im Dreck liegen lassen? Der Hauptmann hat mich auf die Karakore gejagt, ich schätze. Was haben die Gräber in all das gute Fleisch aufgebracht? Jetzt bleibt uns nichts mehr als ein paar nutzlose Knochen. Ein paar Schleichtötungen muss ich noch machen. Ja, die sind auch tot. Gar keins, Kollege. Der Anführer sagt, es ist Zeit für eine Jagd. Hoffentlich auf den Schlag.
so werde ich immer stärker. Oh nein, du hast ja nichts gehört. Mal zu. Mal gucken, was da passiert. Tötet, den du dir vorstellst. Ich kann aber ganz schön was ab, die Uruks, ey. Dann warten wir. Komm mit mir. Komm mit mir. Ich bin's, Hilgon. Oh, sehr gut. Wir waren jetzt natürlich da unten drin, ne? In der Festung. Zerbrochene Erinnerung. Dieses Geschöpf mit dem Namen Gollum wird von dem Geist angezogen, den es leuchtender Herr nennt. Sein Schicksal scheint mit seinem verstrickt zu sein.
Okay. Erin. Erin sang oft für die Gefangenen und sorgte für ihr Wohl. Erins Vater war ein kalter und harter Schultheiß, der einer rücksichtslosen Gerechtigkeit folgte. Ihre Güte schlichtete viele verbitterte Auseinandersetzungen und sie bewahrte den Frieden ebenso wie ihr Vater, wenn nicht gar besser. Ihr zarter Gesang zog die Aufmerksamkeit des Waldläufers Hirgon auf sich, die beiden verliebten sich ineinander. Ausgestoßene und Waldläufer misstrauten einander normalerweise und töteten einander gar manchmal. Erin heiratete den Waldläufer und konnte mit ihrem liebenswürdigen Wesen die Verachtung überkommen, die sie nun von ihrem Volk erfuhr. Als Erin von den Uruks entführt wurde, war Hirgon am Boden zerstört. Erin war selbst in Gefangenschaft davon überzeugt, dass ihr geliebter Gemahl sie retten würde. Überlieferung. Das Gortau. Selbst ein flüchtiger Blick auf das Gortau reicht aus, um ein ganzes Heer der Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Es ist mehr als nur eine prahlerische zur Schaustellung der Macht des dunklen Herrschers Sauron. Es ist ein Ausdruck des Willens und eine übernatürliche Bekundung seiner Gegenwart. Ein gigantisches, aus dem Felsen geschlagenes Ebenbild Saurons, gehüllt in eine bemerkenswerte Rüstung. In seinen Händen hält es Ketten, an die die Könige der Menschen gefesselt sind. Das Gortau strahlt untrübbare Zuversicht und Macht aus. Saurons Wille hat diese Statue ebenso erschaffen, wie er seine Macht nach der Niederlage gegen Gil-galad und Elendil wieder erstarken ließ. Sehet mich und ertrinkt in eurer Verzweiflung. Das ist alles, was Gortau ausdrücken will. Oh, ich muss mal ganz kurz Nase ausschnauben. Ich bin sofort wieder da. So. Okay, jetzt ist bestimmt vergiften. Ja, Grog vergiften. Aber das brauchen wir nicht. Verbesserung. Attribute. Was brauchen wir denn hierfür? So, erhöhter Fokuswert. Ach komm, machen wir den Bogen erstmal. Da geht noch eine Rune drauf. Die machen wir mal fertig. So, Waffenruhen. Der Bogen. Zorn der Natur, Stufe 10. Chance von 20% bei einem Ritt auf einer Bestie für jede Tötung mit Schwert oder Bogen zwei Elbengeschosse zu erhalten. Unlösbare Bande, Stufe 12. Stellt nach der erfolgreichen Einsetzung der Fähigkeit Festnageln 61% Fokus wieder her. Das ist gut. Erstmal ist das gut. Wo bist du vorhin hingelaufen? Zeichen der Macht. Als sich die Gerüchte über ihn verbreiteten, ließ der dunkle Herrscher Kundgebungen abhalten, um ihn in Verruf zu bringen. Er nutzte diese Ansammlungen, um seine Macht unter Beweis zu stellen. Forme die Legende des Dolches Ashan. Belohnung 200 Meridian. Okay. Soll ein paar Schleichtötungen machen. Ja,
es hier so vor sich geht, könnten wir sicher ein paar mehr Krieger gebrauchen. Hier gehen Gerüchte um, dass der Häuptling 100 Berserker herschicken will. Klasse. Noch mehr Maden, die sich um den Grog streiten. Es heißt, wir halten uns an der Verfluch. Ob es wirklich Geistermagie ist, wird's besser haben. Wir warten mal ein bisschen, bis Fokus wieder ein bisschen hergestellt ist. Okay, jetzt ist gleich eh vorbei. Okay. Hab mir das Geräusch wohl eingebildet. Du bist immer so schrecklich. Greif von hinten an. Nö, lass mal. Dabei habe ich doch so eine scharfe Klinge. Okay, wir holen uns gleich mal ein paar Informationen über die nette Urux hier. Akkord der Faulige. Ja, das werden wir sehen. Oh, den haben wir denn hier? Vollkommen der Standhafte. Bist du ziemlich lächerlich. Faulendes, madiges Fleisch sozusagen. Okay, gib mir mal ein paar Infos, Kollege. Krug der Schild. Okay. Zack. Danke für die Infos, Kollege.